Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Hier ist Ihre Emma Stapel. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Seit fast 30 Jahren erfreut Frank Rennecke patriotisch denkende Menschen mit seiner Musik. Doch auch wer den Liedermacher und seine Darbietung nicht schätzt, kennt zumindest seinen Namen. Das liegt sicherlich auch daran, dass Frank Rennecke für die nationale Opposition zweimal zur Bundespräsidentenwahl angetreten ist. Zuletzt gab es Schlagzeilen wegen einer Razzia auf seinem Privatgrundstück. Anlass war, man mag es kaum glauben, eine Spielzeugpistole. Wir haben Frank Rennecke und seine Familie auf ihrem Hof in Franken besucht und lassen den Sänger für Deutschland nun einmal selbst zu Wort kommen. Oh, Emma Stapel und die Freunde der deutschen Stimme, herzlich willkommen. Hallo Frank, freut mich. Es freut mich auch. Tretet ein. Willkommen, willkommen. Frank, du bist ja quasi ein Urgestein der nationalen Musikszene. Wie bist du eigentlich zur politischen Musik gekommen? Oh je, ja, wo fange ich denn am besten an? Ich fange mal so an. Die Kirche hat mich damals sehr gefangen und ich war in der Kirche sehr aktiv und ich wollte unbedingt in der Kirchenband mitspielen. Und ich wollte die Gitarre spielen. Ich gebe zu, irgendwann habe ich dann Fragen gestellt, spätestens beim Konfirmationsunterricht, und habe dann auch so ein paar Widersprüche gefunden. Das sorgte dafür, dass ich dann also von dem Herrn Geistlichen etwas ausgegrenzt wurde. Ja, und damit war auch meine musikalische Karriere bei der Kirche beendet, aber ich habe mich dann mit der Gitarre immer stärker beschäftigt. Ja, und irgendwann habe ich mir Fragen gestellt. Ich bin ja im Zonenrandgebiet groß geworden, meine Großeltern drüben in der DDR und mein Vater, meine Mutter im Westen. Und durch diese deutsche Teilung machte ich mir meine Gedanken. Und das hat mich dann eigentlich auch dann irgendwann dazu gebracht, diese Gedanken auch musikalisch auszudrücken. So kam ich zum politischen Lied. Und warum ausgerechnet die Liedermachermusik, die ja doch traditionell eher links geprägt ist? Ja, sagen wir es mal so. Mich hat schon in den 70er Jahren eigentlich gestört, dass so viele Liedermacher gegen Deutschland gesungen haben. Ob es Hannes Wader war oder Wolf Biermann. Und ich fragte mich, wieso singt eigentlich keiner für Deutschland? Ja, dann dachte ich mir, ist ja eine gute Möglichkeit, eine Aufgabe sich zu suchen. Und die mache ich nun doch recht beständig seit über 30 Jahren. Deine Lieder stehen unter dem Motto für Familie, Volk und Vaterland. Wie wichtig sind dir diese Dinge? Natürlich sehr wichtig, sonst hätte ich es ja nicht zu meinem Motto gemacht für meine Musik. Das Vaterland selbstverständlich, auch wenn der Begriff bei vielen Menschen so ein bisschen Schrecken. Heimat, ja, ist schon schlimm genug. Vaterland noch viel schlimmer. Ich sage ganz bewusst Vaterland. Es gibt eine Muttersprache und ein Vaterland. Und ohne Vaterland sind wir heimatlos. Das Volk, dem entstammen wir, eine Schicksalsgemeinschaft. Und da dem heute ja angeblich die Völker gar kein Thema mehr sind und bewusst ausradiert werden sollen, ist es wichtig, weil Völker sind eine Schöpfung Gottes. So glaubensmäßig darf ich schon sein. Und der wichtige Begriff der Familie. Die Familie ist die kleinste Keimzelle eines Volkes. Und die Familie ist mir natürlich ganz extrem wichtig. Dafür singe ich meine Lieder eigentlich. Denn ob wir leben, nicht leben, ist in dem Fall nur wichtig, ob wir weiterleben in unseren Kindern. Und ich habe nun das große Glück, zum 8. Mal Vater geworden zu sein. Und ich glaube auch, dass ich damit ein bisschen das, was ich singe, auch ernst meine, auch behaupten zu dürfen. Weil andere reden auch über Dinge, leben das aber nicht. Ich versuche das auch mit Leben zu erfüllen. Nun höret mein Lied, welches hinauszieht, über Wälder und Straßen hinweg, über Berge und Seen, welches ich oft sang, mit eigenem Klang. Denn auch durch Lieder kann man Menschen verstehen. Lieder können manches sagen, sprechen von Lust und Freud. Lieder können auch klagen, voll Trauer und Leid. Wann und wo waren deine ersten Veröffentlichungen? Erst kamen die Auftritte, bis man ein bisschen bekannter wurde. Mhm. Und irgendwann, ich glaube 1986 müsste es gewesen sein, da kam der erste Tonträger, damals noch mit Kameraden aus dem Kreis der NPD-JN. Das waren damals die Protestnoten für Deutschland. Und dann kamen auch die eigenen Produktionen immer mehr. Und daraus sind inzwischen schon, was weiß ich, 2 Dutzend Tonträger geworden. 2 Dutzend ist ja doch eine ganze Menge. Woher nimmst du eigentlich die Ideen für deine Lieder? Ja, die liegen eigentlich auf der Straße. Also man schaut sie einfach nur um und dann kommen automatisch einem Gedanken. Und
ich nehme nicht nur Gegenwartsthemen, sondern ich versuche mich natürlich auch mit der Geschichte zu beschäftigen. Nicht, weil ich so rückwärtsgewandt sein möchte, sondern weil es Themen sind, die andere nicht bearbeiten. Also vom Wetter zu singen und von der Liebe zu singen, das tun andere auch. Ja? Und ich will auch nicht wie Hannes Wader von Kokain singen, sondern ich nehme Themen heraus, die sonst übrig bleiben. Und das sind Gegenwartsthemen oder auch über die deutsche Geschichte. In der heutigen Zeit wird die Musik ja doch allgemein eher schneller und moderner. Ist da wirklich noch Platz für nationale Balladen? Tja, ich sag's mal wie Hannes Wader, der hat seine Nische gefunden. Oder auch ein Mann wie Reinhard May, immerhin auch ein Berufskollege, der turnt damit nun seit über 50 Jahren durch die Gegend. Also wenn man sich doch ein halbes Jahrhundert mit Liedermacherei trotzdem ausdrücken kann, scheint ja wohl doch irgendwie eine Nische zu sein. Und auch wenn diese Welt immer hektischer, greller, schriller wird, wird es immer noch Menschen geben, die auf feine Töne achten wollen. Und das ist eigentlich die Aufgabe eines Liedermachers, nämlich nicht mit Paukenschlag und Parole zu kommen, sondern vielleicht mit einer Erklärung, dass die Parole gar nicht notwendig ist. Du begnügst dich ja nicht nur damit, Musik zu machen, sondern bist auch zweimal zur Bundespräsidentenwahl angetreten. Welche Motivation steckt dahinter? Dabei sein ist alles. Aussichtsloser Kandidat, aber wann hat man die Möglichkeit, mit Gregor Gysi Männerpissoir sich wiederzufinden oder für einen jungen Trittin im Treppenhaus angepflaumt zu werden? Davon zehrt man sein ganzes Leben. Und wenn ich nicht schon wüsste, wie mies die Republik ist, seit diesen zwei Veranstaltungen weiß ich es, wie böswillig Politiker sein können, die etabliert sind. Das ist ein sehr gutes Schlagwort. Du warst ja ganz groß in den Schlagzeilen als vermeintlicher Waffenbesitzer. Was war da eigentlich los? Ja, ein Freund von mir, ein etwas älterer Freund, hat, weil er auch schon große Kinder hat, seine Spielzeugkisten aufgeräumt, hat eine Kiste Lego-Technik, eine Kiste Fischertechnik und so eine kleine Kinderspielzeugpistole mitgebracht. Und da muss es irgendwelche bösen Nachbarn geben, die daraus irgendwas Böses glauben, gesehen zu haben. Das gibt man dann anonym der Polizei weiter und dann klappt das wie bei der DDR mit Denunziantentum und IM und Stasi. Und dann rückt bei dir halt mit 30 bis 50 Leuten das Sondereinsatzkommando am Sonnabend ein und rumpelt dann bei dir durch dein Grundstück und bricht die Türen auf. Das ist denn so die Bundesrepublik, wie man sie besonders gern hat. Nachdem du einen unfreiwilligen Auftritt hattest bei Vox, dem perfekten Dinner, vielleicht kannst du mir ganz kurz sagen, wie kam es dazu? Ja, wie kommt die Jungfrau zum Kinde? Ich muss dazu sagen, ich schaue nicht Fernsehen. Ich kannte das perfekte Dinner überhaupt nicht aus dem Programm und war dann ganz erstaunt, nachdem ich erfahren habe, dass von mir Musik dort in dieser Sendung eingebracht wurde. Und eigentlich kam der Skandal erst, nachdem sie alle aufgeregt haben, wie kommt dieser böse Sänger in diese Musiksendung, ist es ja nicht, sondern in eine Kochsendung, einfach weil eine dieser Damen, die dort gekocht hat, Erika heißt und hat wohl im Internet gesucht und es gab ein Lied von mir vor fast 30 Jahren, Kleine Erika, und so haben sie das Lied genutzt. Ja, und so kam ich mal wieder in eine Kochsendung, ist doch schön. Du beteiligst dich in letzter Zeit viel an asylkritischen Veranstaltungen. Wie schätzt du die Stimmung im Volk ein? Naja, also wir sind ja hier im Vogtland, im fränkisch, Anführungszeichen bayerischen Vogtland. Hier ist anscheinend noch das Weißwurstfrühstück wichtiger und das Hefeweizen. Hier ist die Schläfrigkeit noch extremer. Aber drüben in Sachsen und Thüringen merke ich schon, da knistert es im Gebälk. Die Menschen haben auf gut Deutsch wirklich durchschnittlich die Schnauze voll. Sie können es nicht mehr ertragen und ich merke ganz deutlich, die überspannen den Bogen gerade. Und weil es einfach diese Ungerechtigkeit wird spürbar und diese Flutung, es ist ja nicht mehr, es kommen jetzt Flüchtlinge, sondern es kommen junge afrikanische Männer, ausgewachsen von 25 Jahren, die also angeblicher denn auf der Flucht sind, aber kommen also ziemlich gut ausgeruht hier an. So flüchtig sehen die nicht aus. Und das kommen ja nicht einzeln, sondern sie kommen ja in solchen Abteilungsgrößen. Wir sind es auch hier in der Gemeinde, wo ich lebe. Da haben wir dementsprechend also auch über ein Dutzend dieser jungen afrikanisch-arabischen Männer. Und da merkt man sehr genau, wie alle darüber zwar intern sprechen, aber nicht öffentlich. Es traut sich hier keiner, was zu sagen, weil dieses Keinsmal-Rechts, Anführungszeichen, ist so groß. Dieser Mut ist aber in Sachsen und Thüringen mehr ausgeprägt. Und darum ist auch ganz wichtig, diesen Protest des Bürgers, also auch Ausdruck zu verleihen. Und darum beteilige ich mich also auch als Bürger, der seine Republik denn ernst nimmt und Demokratie auch ernst nehmen möchte, gegen diesen Unsinn, den wir erleben. Mein Vogtland ist ein schönes Land, aber leider ist es nicht sehr bekannt. Dich gibt es länger als manche denken, drum möchte ich dir dieses Liedlein schenken. Du wurdest erwähnt zum ersten Male als ein Gebiet zwischen Mulde und Saale. Im 12. Jahrhundert besiedelt von Bauern, da herrschte schon Krieg um deine Mauern. Mein
Vogtland, mein Vogtland, wo ich bin daheim, in Liebe und Treue verbunden wir sein. Ein Volk ist ein starker, ein fester Verband, ja, wir sind so stolz, stolz auf das Land. Lieber Frank, wird es denn einen neuen Tonträger geben? Wenn ich dieses Jahr endlich mal nicht nur Zementsäcke bewegen muss oder Bäume fällen muss oder mal wieder Papa werden muss, dann werde ich dieses Jahr endlich jetzt auch die Zeit finden, mindestens einen neuen Tonträger endlich dieser Welt zu schenken. Dann freuen wir uns ganz sehr darauf.